Wien im Winter. Es ist bitterkalt. Aber zum Glück ist Wien ja die Stadt der Kaffeehäuser. Fast 3000 gibt es insgesamt. In Wien wird Kaffee nicht nur getrunken, sondern auch geröstet. Stabiler? Ja, und dann? Normalerweise ist Schlürfen verboten. Hier nicht. Hier gehört es zum Handwerk. Hat nicht das Bittere wie die vorige Mischung? Total balanciert, gell? Christian Schrödel und Oliver Götz sind seit 10 Jahren Kaffeeröster. Überall auf der Welt hält Kaffee die Menschen wach. In Wien ist er ein Lebenselixier. Und ein echter Wiener trinkt natürlich nicht jeden Kaffee. Ja, sag nochmal, was ist das für Zusammensetzung? 40 Bolivien, ja. 20 Äthiopien, okay. 20 Mexiko und 20 Nicaragua. Toll. Ich bin sowas wie der Giftmischer hier. Das dürfte von früher herkommen. Ich habe irgendwann mit 10 oder 11 oder 12 Jahren so einen Chemiebaukasten geschenkt bekommen und das war irgendwie für mich damals schon sehr reizvoll, einfach irgendwelche Sachen zusammenzumischen und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und das habe ich scheinbar noch in mir. Biomocker. Ja. Ohne ein Stück Torte oder Strudel ist ein Kaffee in Wien einfach nicht vorstellbar. Der dritte Mann in dieser Geschichte ist deshalb ein Zuckerbäcker. Ja, super, Schatz. So, habe ich da die Torte gebraucht, das erste Muster für euch. Drei Männer und ein süßes Versuchsobjekt. Mit einer Schokoladeglasur oben drauf. Hast du das schon mundwässrig gemacht? Da bin ich gespannt, ob sie schmecken. Der Zuckerbäcker Michael Giebisch hat eine erste Probe-Kaffeetorte gebacken. Christian und Oliver wünschen sich für ihren Kaffeeladen eine Torte, die in Wien sonst keiner hat. Die Experten kosten. Bei Torten ist man in Wien genauso kritisch wie beim Kaffee. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ist sehr schön weich, sozusagen einen leichten Mousse-Touch. Ja. Und man schmeckt den Kaffee nicht so dominant. Also er ist da, man schmeckt ihn, aber es hat nicht das. Es killt nicht irgendwie den, genau, den Rest. Das ist nicht das, was wir wollen. Also wir wollen schon was Kaffeelastiges, aber nicht so intensiv. Es gibt viele Leute, die mögen gerade bei Mehlspeisen nicht zu viel Kaffeegeschmack, weil das einfach durch Schokolade eher besticht. Ne? Mhm. Ja. Kaffeebohnen sind kleine Wunderwerke der Natur. Mehr als 800 Aromastoffe schlummern in einer einzigen Bohne. Unter großer Hitze werden sie zum Leben erweckt. Im Sekundentakt kontrolliert Oliver, ob die Bohnen die perfekte Farbe haben. Erst beim Rösten strömt ein Duft von Karamell durch den Laden, der die Kunden zum Kaufen animiert. Im Winter läuft die Maschine von früh bis spät, also von 8 in der Früh bis 8 am Abend. Ja. Und das sind dann bis zu 20 Röstungen. 20 Mal befüllen, 20 Mal rösten, 20 Mal kühlen, 20 Mal verlesen. Man kommt dann wirklich in den Takt der Maschine. Also die Maschine gibt mein Leben vor. Sehr lustig, ja. Was einen Röster ausmacht, ist einfach die Ruhe, den richtigen Moment abzuschätzen, zu erkennen, wann der Kaffee fertig ist und nicht in den Stress zu verfallen, wenn es vielleicht noch ein bisschen zu hell wäre, wenn man es rausnimmt. Christian war früher Marketing-Experte. Dann erfüllte er sich einen Lebenstraum und wurde Kaffeeröster. Aber schön aromatisch, schön rund, ja. Sehr harmonisch, nein, sehr schokoladig. Bolivien ist auch kräftig, hat einen leichten Bitterton, nicht unangenehm, ist vergleichbar mit dem, wenn man eine Walnuss mit Schale isst, da hat man immer so einen leichten, ganz leichten bitteren Hauch. Ja. Nachdem er perfekt gerösteten Kaffee kennengelernt hatte, wollte er selbst Röster werden. Als der Besitzer seiner Stammrösterei in Pension ging, wurde Christian sein Nachfolger. Wien ist gelebte Tradition. Und Wien ist Sehnsuchtsziel für Romantiker. Durch die Stadt flanieren und ins Kaffeehaus gehen gehört hier zum Alltag. Es waren die Türken, die Wien zweimal belagert haben und glücklicherweise Kaffeebohnen daließen. Die Wiener haben die hohe Kunst des Kaffeesiedens im Laufe der Jahrhunderte perfektioniert. Für viele ist das Kaffeehaus ein zweites Wohnzimmer mit Kuchenbuffet. Michael Giebisch ist seit über 50 Stunden auf den Beinen. Denn es ist Ballsaison. Die ganze Familie hat mitgearbeitet. Jetzt schlafen alle, nur er nicht. Er soll für einen Ball noch eine spezielle Sachertorte backen. Kristallzucker und Eiweiß werden zu einem festen Schnee geschlagen. Mit der Hand macht Michael das selten, nur bei ganz besonderen Kunden. In Österreich gibt es einen Hochzeitsbrauch.
Das heißt, nach der Tafel, nach dem Essen, nach der Trauung, muss die Hausfrau, also die verheiratete junge Frau, muss ein Eiweiß mit der Hand aufschlagen und dann den sitzenden Bräutigam über den Kopf stülpen, den Kessel. Fliegt das Eiweiß nicht raus, ist sie eine gute Hausfrau. Fliegt es raus, ist sie eine schlechte Hausfrau. Und meine Frau hat das super gemacht. Seine Frau und seine Mutter stehen Michael zur Seite. Nach dem Tod des Vaters vor 3 Jahren hat er den Familienbetrieb übernommen. Von ihm hat er alles gelernt, auch das Rezept für seine Sachertorte. Da haben wir drinnen die Butter, Schokolade, Staubzucker dazu. Geben wir jetzt die Torte dazu. Und dann muss wieder gerührt werden. Je kräftiger, umso besser. Zuckerbäckerei ist ja wirklich ein schwerer Beruf. Ne? Also man muss so rechnen, zum Beispiel ein leeres Blech hat ca. 4 bis 5 Kilogramm. Ne? Wenn man jetzt das Blech mit Torten belegt hat, kann man ca. rechnen, dass ein Blech ca. so 15 Kilo hat. Ne? Jetzt muss man rechnen, schleppen oft am Tag ca. 15 bis 20 Bleche. Ne? Das wird oft getragen vom Ofen auf den Tisch, vom Tisch auf den Kühlschrank, vom Kühlschrank wieder in den Tiefkühler und so weiter. Also es ist schon eine sehr anstrengende Arbeit. Ne? Die Schokoladencreme unter den Eischnee zu rühren, erfordert nicht Kraft, sondern Fingerspitzengefühl. Darüber, wer die echte Sachertorte macht, haben sich die berühmtesten Wiener Zuckerbäcker jahrelang gestritten. Die Richter legten schließlich fest, dass nur die vom Hotel Sacher Original-Sachertorte genannt werden darf. Aber jede Wiener Hausfrau hat natürlich ihr eigenes Originalrezept. In der Kaffeerösterei beginnt jetzt Olivers Lieblingsarbeit. In den industriellen Kaffeeröstereien machen das längst Maschinen. Doch Oliver sitzt noch immer regelmäßig ein paar Stunden an seinem alten Förderband. Ich verlese den Kaffee, das heißt, ich suche die Bohnen raus, die zu hell sind, sind sie zu dunkel, weil die das Röstbild stören und auch eine ungewollte Geschmacksnuancen bringen können. Nämlich zu hell wird sauer, zu dunkel wird bitter. Und dann natürlich auch so Steine und Schrauben, die Mühlen kaputt machen würden und in einem Kaffee nichts verloren haben natürlich. Und das macht niemand mehr so. Das ist alte Tradition. Das ist natürlich ein wichtiges Merkmal unserer Qualität, ist die händische Verlese. Ich finde, es ist fast schon meditativ. Ja. Man hat sehr viel Zeit nachzudenken. Bei Michael ist der Tortenboden inzwischen ausgekühlt. Er bestreicht ihn mit Aprikosenmarmelade. Ob der Schokoladenguss heiß genug ist, testet er nach einer alten Methode. Man nimmt sich einen heißen Zucker weg und schaut, ob ein Faden zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Damit die Glasur später seidig glänzt, muss sie noch weiter bearbeitet werden. Im Fachjargon heißt das Tablieren. Wir kühlen durch das Tablieren auf der Marmorplatte die Zuckerglasur. Das heißt, damit sich die Schokolade mit dem Zucker besser verbindet. Lecker! Sie ist wohl die berühmteste Torte der Welt. Und Kenner sagen, dass das eigentliche Geheimnis der Sachertorte in ihrer makellosen dunklen Glasur mit edler Schokolade liegt. Sachertorte, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn. Also diese 3 Sachen sind für die österreichische Konditorei das Um und Auf. Rum und Rosinen geben dem Kaiserschmarrn seinen besonderen Geschmack. Christian und Oliver sind leidenschaftliche Hobbyköche. In Olivers Küche probieren sie eine neue Kaiserschmarrn-Variante aus. Anstatt dem obligatorischen Zwetschgenkompott versucht Christian es mit Mini-Orangen. Und in Schlagsahne eingelegte Mokkabohnen verleihen dem Teig einen feinen Kaffeegeschmack. Diese Idee haben die beiden beim Kaffeerösten ausgeheckt. Also dadurch, dass wir ja jeder andere Dinge auch in der Rösterei tun und nicht permanent miteinander reden, ja, ist da eigentlich keine Gefahr, dass wir uns so sehr auf den Wecker fallen. Schön goldgelb muss der Kaiserschmarrn sein. Schön könnte man eigentlich ganz schwarz werden lassen und sagen, das ist ein Mokka-Schmarrn. Das ist ein Mokka, ja, genau, wie der Mokka halt ist. Der aufregendste Moment kommt jetzt. Ja, das werden wir schon schaffen. Auf geht's.
Da musst du nämlich den Schwerpunkt finden und jawohl, dann schlupp. Mal schauen. Ja, da gibt es viele Geschichten, warum das Kaiserschmarrn heißt. Eine natürlich, dass der Kaiser was Besonderes vorgesetzt bekommen hat. Das war halt so eine Palatschinke, ein Pfannkuchen. Und dass dann ein Pfannkuchen irgendwann missglückt ist. Und irgendwer hat scheinbar gesagt, so ein Schmarrn kann man nicht dem Kaiser servieren. Ne? Und würde mich auch nicht trauen, das dem Kaiser zu servieren, weil ich es lieber selber. So, jetzt geben wir noch ein bisschen an Zucker rein, um dann hier zu karamellisieren, dass das noch einen schönen Karamellgeschmack bekommt, das Ganze. Fertig ist der kaiserliche Mokkaschmarrn. So, der Mokkaschmarrn ist da. Egal ob Mokka oder Kaiserschmarrn, Olivers Frau liebt beides. Und ihr Freund Marco ist extra dafür vorbeigekommen. Am nächsten Morgen fährt Christian gleich in der Früh los. Einmal in der Woche liefert er den Kaffee selbst aus, um mit seinen Kunden Kontakt zu halten. Ich mache die Arbeit mit dem Kaffee gerne, also ich habe Freude daran. Viele Leute können es nicht von ihrem Beruf behaupten. Für Christian Schrödel ist das Kaffeerösten eine Kunst. Und er möchte diese Wiener Tradition bewahren. Damit Wien nicht nur seine Kaffeehaus, sondern auch seine Kaffeekultur behält. Für die erste Lieferung fährt Christian zum Franziskanerplatz, mitten in der Wiener Innenstadt. Hier hat vor kurzem ein Gourmet-Restaurant eröffnet. Mit einer Neuheit. Wenn man hier nach dem Essen einen Kaffee bestellt, hat man die Wahl zwischen zwei Bohnensorten. Maschinen- und Kaffeetechnisch alles? Passt, alles wunderbar. Ja. Der Lagenkaffee, wie schaut's aus? Funktioniert, ja, viel Erklärungsbedarf ist da immer bei den Leuten. Ist ungewohnt, dass man zwischen zwei Sorten wählen kann. Wobei, das wird in der Zukunft wahrscheinlich stärker werden, so wie beim Wein. Du hast ja nicht nur einen weißen und einen roten, du hast verschiedene weiße, verschiedene rote. Es dauert, bis man sich dann daran gewöhnt, dass es auch vielleicht der zweite Kaffee ist. Weiter geht es zum Café seines Freundes Michael. Der überlegt, ob er Christians Bio-Mokka ins Angebot nehmen soll. Entschuldigung. Das ist ja wieder süß. Ja, klar. Ist aber Stäbli. Naja. Altwiener Gold. Der Bio-Mokka, was Bio-Mokka. Der neuer Trend. Ich bin ein Riechfetischist. Ja, das, das ist frisch. Da ist gestern ein traumhaftes Aroma. Gestern geröstet worden. Super. Das kann ich dir garantieren. Wenn ich Kaffee liefere, ist der Kaffee maximal 3 Tage alt. Ja, also.